Unbedingt. Also unbedingt schon deshalb, um sich die Freude am Online zu erhalten, empfiehlt es sich sehr oft, ins Offline zu gehen. Es gilt, die FOMO zu überwinden, die Fear of Missing Out. Wenn ich heute verstehe, dass wir die Langeweile getötet haben durch das Online-Sein, würde ich sagen, ist das der größte Fehler, weil irgendwann mal wird mein Körper verlangen, offline zu gehen. Dann sollte ich meinen Körper nicht quälen, sondern halt konstruktiv mit ihm mich auseinandersetzen, wann die beste Zeit ist, offline zu gehen. Ja, muss man, damit man wieder Spaß dran bekommt, das Ding anzumachen. Also meine Frau sagt ja. Und ich versuche das für mich so zu regeln, dass ich mich wohlfühle. Wenn ich online sein möchte, kann ich das jederzeit sein. Bin aber auch mal ganz bewusst nicht online, wenn ich Ruhe brauche. Aber das merke ich selbst. Und als selbstbestimmter Mensch kann man sowas eben auch selbst entscheiden. Genauso wie ich manchmal auch allein sein möchte, möchte ich auch manchmal offline sein. Wenn man das sich so fragt, dann hat man wahrscheinlich wirklich ein Problem. Ansonsten ist online wie offline dasselbe. Man macht einfach, was man machen möchte, egal in welchen der beiden Räume.